ich muss mich hier hinstellen. Ich meine, ich rede über Konjunktur und Kapitalmärkte und ich rede natürlich auch über den Aktienmarkt. Und es ist nicht das Hauptthema meines Vortrages. Aber wenn hier ein Bulle symbolisiert ist und zum Glück ein Bulle und nicht ein Bär, weil das passt zu meinem Ausblick. Die Welt ist schwierig, ja, sie ist extrem schwierig, aber wir sind optimistisch für den Aktienmarkt. Wir haben eine DAX-Jahresendprognose von 60.000 Indexpunkten und deswegen freue ich mich, dass ich hier neben dem Bullen stehen muss und dass keine bärische Grundhaltung in Thüringen ist. Und Herr Bausewein hat es schon gesagt, es sieht auch in Erfurt und in Thüringen ziemlich gut aus. Und es sieht nicht zufällig gut aus, denn man kann was machen. Und deswegen sind Sie ja auch heute hier, weil man was machen kann. Manchmal werden Dinge gemacht, die haben auch Effekte. Also die Auswirkungen, die uns gerade am meisten quälen, neben des Krieges, nämlich die Inflation, die ist hausgemacht. Ein Teil der Inflation resultiert aus dem Ukraine-Krieg. Aber ein großer Teil der Inflation ist hausgemacht durch die Maßnahmen in der Corona-Phase. Ja, es gab unterstützende Maßnahmen, viele unterstützende Maßnahmen, die uns Bürgern und auch den Unternehmen geholfen haben. Aber für einen Ökonom kann man Preisentwicklung ganz einfach erläutern. Es ist das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Und wenn ich die Wirtschaft ausknipse, das Angebot platt mache und gleichzeitig die Nachfrage anheize mit expansiver Geld- und Fiskalpolitik, also Nullzinsen, Negativzinsen, Staatsanleihekäufe und Konjunkturpakete so groß, wie sie im Leben noch nie waren, dann muss man nur eins und eins zusammenzählen. Es war vorhersehbar, dass Inflation kommt. Und Sie können es nicht wissen, weil ich die letzten 2 Jahre nicht hier war, weil ich 2 Jahre in meinem Homeoffice kaserniert war. Aber ich bin 2 Jahre durch die Gegend, virtuell durch die Gegend getingelt, ich habe dort vor sich an der Bahnsteigkante. Das ist ökonomisches Gesetz, es wird Inflation geben. Und jetzt stellt sich eine Notenbank hin und sagt, kann nichts machen. Natürlich kann sie was machen. Sie muss das, was sie bislang gemacht hat, endlich zurückfahren. Ansonsten werden wir aus der Inflationsspirale nicht rauskommen und die EZB wird ja vermutlich jetzt im Juli auch die Zinsen annehmen. Das mag dem einen oder anderen nicht gefallen, der sagt, das war alles immer so schön billig hier, aber es ist ein Ungleichgewicht. Und dieses Ungleichgewicht führt zur Inflation. Also man kann extrem viel machen und Erfurt hat extrem viel richtig gemacht. Und als ich gestern nach 2 Jahren endlich mal wieder hier war, dachte ich, es wird immer schöner. Also was in den letzten 2 Jahren hier noch passiert ist, ist egal, wo man hingeht, jedes Mal denkt man, wow, ist das schön. Und darauf komme ich gleich nochmal zurück, weil darum geht es, wenn man eine Stadt attraktiv machen will. Das muss was hermachen. Und das kriegt man auch nicht hin, indem man sagt, hoch, es ist ganz nett hier, aber wir sagen es lieber den anderen nicht, weil man könnte ja arrogant erscheinen. Werbung machen heißt, ein bisschen auch aufblasen, weil der Wettbewerb und die Köpfe, der wird intensiver. Und das haben wir auch hier auf dieser Bühne schon diskutiert. Weil es gibt andere Knappheiten und auf die gehe ich gleich mal ein. Und Herr Tiefensee hat meinen Vortrag schon ein bisschen vorweggenommen. Nämlich, Sie haben über die Digitalisierung gesprochen, Sie haben auch über die Dekarbonisierung gesprochen und Sie haben auch, glaube ich, implizit auch schon über die Demografie gesprochen. Und ich habe die großen Megatrends dieser Zeit in diesen 4 Ds zusammengefasst. 3 davon. Und jetzt sind wir bei strukturellen Faktoren, die inflationär wirken, also neben der aufgeblähten Nachfrage der letzten 2 Jahre. Die Dekarbonisierung wirkt inflationär. Wir haben Anfang letzten Jahres eine CO2-Abgabe bekommen, die den Spritpreis erhöht, damit wir weniger fahren. Wir haben Anfang dieses Jahres eine CO2-Abgabe bekommen, die fossile Brennstoffe teurer macht und erst 7 Tage her, zum 1. Juli, jetzt kriegen wir 3 Monate
einen Rabatt, wo ich mich dann denke, ach, jetzt ist 3 Monate Verbrennen von fossilen Brennstoffen wieder angesagt. Was ist denn das für ein Konzept? Es ist nicht konsistent. Ich meine, man muss auch die Dinge durchdenken. Also entweder sollen wir weniger fahren oder wir sollen nicht weniger fahren. Und wenn es jetzt billiger wird, vielleicht billiger wird, wenn man nicht gleichzeitig Sanktionen beschließt, die dazu führen, dass der Ölpreis, also die Sanktionen, die dann Ende des Jahres kommen sollen, die den Ölpreis natürlich nach oben treiben. Also da greifen die Dinge nicht ineinander. Und das ist was, was mich wirklich aufregt. Ich bin auch der Meinung, das 9-Euro-Ticket, also man, da wird es so viele Mitnahmeeffekte geben. Ich habe neulich in der Veranstaltung mit lauter Führungskräften gefragt, wer von euch kauft sich denn das 9-Euro-Ticket? Und dann gehen die Hände hoch. Sagt, aber ihr könntet euch auch ein richtiges Ticket leisten. Dieses Geld hätte man nehmen können und sagen, und jetzt machen wir richtig Infrastruktur. Nur das Problem ist, es dauert halt. Und dann dauert es zu lange, bis man die Erfolge sieht. Und dann kann die, Herr Tiefensee weiß das als Politiker, Herr Bausermann weiß das auch, man will sofort Erfolge sehen. Aber Herr Bausermann, Sie wissen auch, manchmal freut man sich über die Erfolge, die man vor 10, 20, 30 Jahren angelegt hat. Und jetzt nochmal zum 9-Euro-Ticket und dann höre ich auf mit Lästern. Also diejenigen, die die Erfahrung jetzt machen, die es in vollen Zügen genießen. Ich meine, eigentlich hätte man das Ticket auch vollkommen umsonst machen können, weil die sind so voll, da geht kein Schaffer mehr durch. Also schon dieser ganze bürokratische Aufwand, das 9-Euro-Ticket aufzulegen, hätte man sich sparen können, weil ich wette, dass die Hälfte der Leute schwarz fährt. Und jetzt kommt, wenn die 3 Monate um sind, werden die Verkehrsbetriebe feststellen, dass sie enorme Defizite gemacht haben. Und vermutlich erhöhen sie dann die Preise und dann sind die Leute zweimal sauer. Also zum Ersten diejenigen, die die Erfahrung machen, ich fahre jetzt auch mal Bahn, die fahren hinterher bestimmt nicht Bahn. Oder Sie sagen, das ist ja, es kostet ja richtig Geld, das kann ich mir nicht leisten, also fahren Sie auch nicht Bahn. Also es besteht eher die Gefahr, dass hinterher weniger Leute Bahn fahren als mehr. Also das ist rausgeschmissenes Geld, das hätte man sich sparen können für andere Dinge. Aber Politik ist ein schwieriges Geschäft. Dekarbonisierung, wie gesagt, treibt die Preise, damit wir den Transformationsprozess hinbekommen. Aber dann darf man das nicht konterkarieren. Digitalisierung ist nicht ganz so klar, das kostet auch, aber tendenziell wirkt es effizienzsteigernd, also der Preiseffekt ist nicht ganz so eindeutig. Die Deglobalisierung ist das Thema, was mir die größten Sorgen macht, weil es modern ist, gegen die Globalisierung zu sein, ohne zu erkennen, dass es einen sehr hohen Preis für uns alle hätte. Da gehe ich gleich drauf nochmal ein. Und die Demografie, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren ich schon darüber spreche, das ist der Kampf um die Köpfe, der immer intensiver wird. Und wenn man eine attraktive Stadt schafft, dann kommen auch die Leute. Aber es wird schwieriger werden, weil die Demografie in vielen Ländern dieser Welt mittlerweile ein Thema ist. Dekarbonisierung, also ich bin nicht gegen die Dekarbonisierung, ich muss jetzt den Disclaimer vorab machen. Ich bin mit dem Zug gefahren, ich laufe das Stück vom Bahnhof zum Sparkassensektor, ich fahre im Jahr mehr Fahrrad als Auto, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal geflogen bin. Also ich glaube, von meinem Habitus bin ich jetzt keine Energiesau. Ach. Nur, man muss halt gucken, auch als Ökonom, wo können wir unser Ziel am besten erreichen? Und wer sind die größten Umweltsünder? Und wo kann man die größten Einsparungen erreichen? Also wenn wir unsere ganze Energie drauf verwenden, global galaktisch gesehen, die CO2-Emissionen bei uns zu reduzieren, dann wird das keinen Effekt auf die Welt haben. Das wäre so, als würde man entscheiden, dass an diesem Tisch da nicht geraucht werden darf und der Rest qualmt den ganzen Saal zu. Dann wird man an diesem Tisch auch eingequalmt sein.
Also, man muss entscheiden, dass überall nicht mehr gequalmt wird. Das merken Sie auch, ich bin ein Nichtraucher. Das ist jetzt, machen mir keine Freunde bei den Rauchern. Ich habe mal geraucht, ich gestehe, ich kenne beide Seiten. Also, wir sind, oder Sie sind clevere Ingenieure. Was müssen wir tun? Natürlich müssen wir unsere CO2-Emissionen einsparen. Aber damit die Welt in sich besser wird, müssen wir kluge Konzepte, kluge Technologien entwickeln, dass überall in der Welt die Einsparungen sind, dass der Grenzertrag in der Summe steigt. Also Ingenieurwissen unterstützen, fördern, Unternehmertum unterstützen und fördern und die Unternehmer nicht mehr Licht an, Licht ausknipsen. Ganz, ganz schwierige Situation. Und wenn ich jetzt mal einen anderen Sektor nehme, die Gastronomie. Viele Gastronomen sind relativ gut durch die Krise gekommen, durch die Unterstützungsmaßnahmen. Aber dann hat der vierte Faktor die Demografie zugeschlagen, weil als die Gastronomen wieder aufmachen wollten, haben sie niemanden mehr gefunden. Also ich wohne in Baden-Württemberg, es ist genau die gleiche Situation. Da ist bei jedem Lokal steht ein Schild draußen. Die einen suchen einen Barkeeper, den nächsten suchen einen Koch, den nächsten suchen eine Servierkraft. Die sind alle weg. Also Sektoren ein- und ausknipsen, ganz, ganz heikles Thema. Die Chinesen machen das gerade mit der Null-Covid-Strategie. Nur wir sind alle mit den Chinesen stark verbandelt. Exporte, Importe ist einer unserer wichtigsten Handelspartner. Die Container liegen nicht nur in Shanghai, sondern die liegen jetzt auch bei uns, weil die werden ja hin und her ausgetauscht und dann fehlen bei uns die Produkte. Und wenn man die Güter nicht mehr bekommt, dann findet kein Handel mehr statt. Und dann steigt die Nachfrage nach diesen knappen Gütern, die gerade noch unterwegs sind. Und dann steigen die Preise. Mit Blick auf die unterschiedlichen Bundesländer, also Thüringen ist mit dem CO2-Ausstoß pro Kopf eher bei den Bundesländern, die wenig emittieren. Aber auch hier, es ist, weil die Luft nicht aufhört an einer Landesgrenze. Es ist nicht nur eine Aufgabe zwischen den einzelnen Bundesländern, es ist eine Aufgabe für die ganze Welt, die wir gemeinsam lösen müssen. Und auch die Bundesländer müssen es gemeinsam lösen. Man kann nicht sagen, Brandenburg, die hauen halt mehr raus, das ist deren Problem. Wir hatten uns das ganz einfach gedacht. Wir machen Erneuerbare und wir machen Erdgas. Wir machen keine Braunkohle und wir machen keine Steinkohle mehr und keine Kernenergie. Ja, das war eine gute Idee bis zum 24.02. Und am 24.02. ist plötzlich alles anders, weil der Ölpreis springt. Aber der Ölpreis ist ja nicht mal der größte Treiber, sondern es ist der Gaspreis. Und dann stellen wir fest, unsere Idee, alles auf Erneuerbare und Gas zu setzen, das treibt gerade unsere Kosten, treibt auch in Thüringen Kosten, Inflationsraten über 8% schon und das kostet reale Kaufkraft. Und das ist ganz, ganz gefährlich, die Inflation laufen zu lassen, weil es gibt keine Entwicklung, die unsozialer ist als die Inflation. Und ich bezeichne die Inflation als die grausamste Steuer. Es trifft diejenigen, die keine Ausweismöglichkeiten haben, weil sie sowieso schon ihr ganzes Einkommen brauchen, um davon zu leben. Deswegen muss die Inflation auch bekämpft werden und Zielsetzungen nicht mit solchen temporären Dingen, weil nach den 3 Monaten jetzt, wenn dann die Preise wieder steigen, ist alles dahin. Dann ist es nur die Illusion gewesen, dass es mal 3 Monate billiger war. Also das sind Sachen, bin ich sehr frustriert. Und der andere Punkt ist, auch das weiß ich, ist politisch vielleicht nicht so ganz korrekt. Ja, es gibt Leute, die sagen, frieren für die Freiheit. Nur, wenn wir hier frieren, wird der Krieg in der Ukraine nicht beendet. Und so ähnliches ist es auch mit den Sanktionen. Wenn wir kein Öl und Gas mehr beziehen,
Und man sieht ja, wie abhängig wir immer noch sind, obwohl schon eine ganze Menge, und das ist beeindruckend, was in diesen 3 Monaten jetzt an Reallokation geschaffen wurde. Also Rückgang bei Erdgas, bei Kohle und bei Rohöl aus Russland. Kohle ist schon eingestellt, Öl wird Ende des Jahres nicht mehr bezogen, wurde gerade von der EU entschieden. Aber wenn wir keine Rohstoffe mehr aus Russland beziehen, dann stellen wir uns vor, dass Putin kein Geld mehr hat. Das ist aber eine ziemlich naive Vorstellung, weil es gibt viele andere Länder, die sagen, super, wir nehmen das, weil es gibt jetzt im Discount. Also wenn wir wollen, dass der Krieg beendet wird, dann muss man die Ukraine unterstützen und nicht frieren für die Freiheit. Und gleichzeitig, es hat halt auch den Preis über die Inflation, weil der Ölpreis nach oben geht, weil der Gaspreis nach oben geht. Also wir zahlen für die vermeintliche Freiheit, die wir dadurch gar nicht kriegen. Also manchmal sind politische Entscheidungen, man kann es verstehen, aber es ist nicht immer sinnvoll. Es gibt viele Länder, die mögen Putin. Sie mögen Putin, weil sie die gleiche politische Gesinnung haben. Aber es gibt auch viele Länder, die mögen Putin oder Russland, weil sie von Russland abhängig sind. Und es sind insbesondere die Länder, die ihre Bevölkerung über russischen oder auch ukrainischen Weizen ernähren. Und die Diskussion ist ja jetzt, wie kriegt man den Weizen in die Welt, damit der Weizenpreis, also der Weizenpreis durchgerutscht, damit die Weizenpreissteigerungen nicht zu einer Armut und Verhungern von vielen Ländern in dieser Erde führen. Und dann merkt man schon, wenn man das zu Ende denkt, man könnte ja auch noch den Weizen sanktionieren, aber dann verhungert die Welt. Das heißt, dann die Sanktionen sind kein adäquates Mittel. Ja, auch ich bin in den 80er Jahren, wie sich das gehört in der Zeit, ein großer Freund der Abrüstung gewesen. Man ist jung, man denkt, Waffen sind per se böse. Und wir haben in Europa abgerüstet. Aber es haben nicht alle abgerüstet. Und das ist ein Problem, wenn nicht alle abrüsten und wenn es zu einem Ungleichgewicht kommt. Und wenn so wie die deutsche Bundeswehr, über die Welt lacht, weil sie quasi nicht mehr handlungsfähig ist, dann merkt man, dass es im Krisenfall, so wie jetzt, wir auch keine gute Figur machen. Und interessant, die Denke ist jetzt von einem Tag auf den anderen anders. Rüstungsausgaben waren noch, als Donald Trump uns gesagt hat, jetzt gucken wir mal, ob ich das hinkriege mit dem Pointer, als Donald Trump uns gesagt hat, ihr müsst mehr Militärausgaben machen, das 2% NATO-Ziel, haben wir gesagt, auf gar keinen Fall, das wollen wir nicht, Militärausgaben sind böse. Jetzt wird so viel Geld für Militär ausgegeben und das antizipieren auch schon die Aktienmärkte, weil jeder will jetzt Militärgüter haben. Jeder. Jedes Land. Deutschland will 100 Milliarden ausgeben. Die EU, die bislang nur auf grün ausgelegt war. Also auch die Konjunkturpakete, das 750 Milliarden Corona-Konjunkturpaket war größtenteils auf grüne Projekte ausgelegt und der mittelfristige Finanzplan auch. Und man sieht, Sicherheit und Verteidigung spielt in der EU keine Rolle mehr. Also ich bin nicht der Meinung, dass wir in Europa alles gemeinsam machen müssen. Ich bin der Meinung, dass viele Dinge, dass man die besser im Land oder auch vor Ort machen kann. Aber wenn die EU oder auch die Eurozone den nächst sinnvollen Schritt gemeinsam macht, braucht man eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Und nur wer das unterstützt, meint Europa ernst. Wer sagt, wir brauchen noch einen Topf, um ABC zu finanzieren, meint Europa in dem Sinne, jemand anders soll es bezahlen. Und da ist es auch Frankreich gefragt. Wollen Sie eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik oder will man nur, dass jemand anders es bezahlt?
Das heißt, auch da wird die Nachfrage steigen. Das heißt, die Preise werden tendenziell weiter hoch bleiben. Interessante Frage. Nachhaltigkeit ist das Thema der Zeit. ESG wird heute definiert als Nachhaltigkeit. Umwelt, soziales Governance. Der Verband der Sicherheitsindustrie sagt, Sicherheit ist die Mutter von Nachhaltigkeit. Und wenn ich jetzt den Zeitgeist sehe, ist jeder der Meinung, ja, jetzt muss sehr viel Geld in Sicherheit gestellt werden. ESG gibt es auch in der Finanzbranche, gerade eine Bank hat da ein bisschen Probleme mit. Aber was ist denn eigentlich das S in ESG? Vielleicht ist es gar nicht Soziales, vielleicht ist es Sicherheit. Und wenn jetzt alle der Meinung sind, dass Ausgaben für Sicherheitspolitik so wichtig ist, müsste ja in jeden ESG-Nachhaltigkeitsfonds müssten jetzt Rüstungsaktien rein, wenn man das konsequent zu Ende denkt. Und die UNO hat 17 Nachhaltigkeitsziele und nicht nur ESG. Und da gehört Frieden und Sicherheit rein. Und dann merkt man auch, die Welt ist nicht immer so einfach, wie das so eine Taxonomie manchmal vorgibt und manchmal ändern sich auch die Rahmenbedingungen. Und die Rahmenbedingungen ändern sich, weil wir werden mehr Geld weltweit gemessen am Sozialprodukt für Militärausgaben ausgeben, um auch wieder, man könnte fast sagen, das Gleichgewicht des Schreckens herzustellen, sodass keine neuen Kriege entstehen oder weniger, weil irgendwo in der Welt gibt es fast immer Kriege. Aber die Friedensdividende, die wir in den letzten Jahrzehnten haben, die ist weg. Und in dieser Zeit, in der China in den Welthandel kam, in dieser Zeit, in der Osteuropa in den Welthandel eingetreten ist, hatten wir Effizienzsteigerungen. Diese Effizienzsteigerungen haben die Inflation strukturell nach unten getrieben. Militärausgaben zurück, globaler Handel hat zugenommen. Jetzt gibt es Länder wie China, die andere Prioritäten haben. Sie sagen, es ist uns egal, ob bei uns die Leute eingesperrt sind oder auch verhungern. Hauptsache, es gibt keine Covid-Fälle mehr, weil die Partei damit ihre politische Stärke demonstrieren will. Wir in Deutschland überlegen, ob wir mit den Chinesen noch wollen, weil das ist ja auch manche das ein oder andere ein bisschen merkwürdig. Hermes-Bürgschaften werden nicht mehr so generös vergeben, wie das noch in der Vergangenheit der Fall war. Und viele sagen, wir wollen eigentlich mit der Globalisierung auch nichts mehr zu tun haben. Nur dann ist die Frage, wo sollen denn die Güter herkommen, die wir hier in Deutschland brauchen? Und das müssen nicht Fertigprodukte sein, aber wir haben keine Rohstoffe. Also wir brauchen auch Rohstoffe aus anderen Ländern. Und wenn die Demografie weiter fortschreitet, und das ist vorhersehbar, dann werden wir irgendwann auch weniger sein. Also wenn wir keine Güter haben, keine Vorleistungsgüter, keine Rohstoffe und keine Leute, dann sind wir auf den Rest der Welt angewiesen. Dann sollten wir nicht hoffen, dass das passiert, was ich hier angezeigt habe, sondern wir sollten weiter denken, und wir sind eine Welt. Und wenn wir der Meinung sind, wir sollten die Globalisierung beenden, dann schaden wir nicht nur uns selbst, sondern wir schaden auch den Entwicklungsländern, die gehofft haben, dass sie irgendwann auch ein bisschen mehr Wohlstand haben können. Dann ist auch Schluss. Also Globalisierung hatte viele Vorteile, man hat es aber einfach so mitgenommen. Und jetzt merkt man, wo es schwieriger wird und schiebt die Verantwortung dafür der Globalisierung zu. Aber die Globalisierung hat das Problem nicht gebracht. Die Probleme würden mit der Deglobalisierung kommen. Und jetzt gucken wir mal in Thüringen. Thüringen hat auch von der Globalisierung profitiert, nämlich mit mehr Exporten in die Welt, verbandelt zu sein. Wir sehen eine gewisse Stagnation in Thüringen, in Deutschland. Ja, also kein Einbruch. Aber eine gewisse Stagnation passt zum aktuellen Zeitgeist. Wer sind unsere bzw. die Thüringer wichtigsten Handelspartner? Und wie können wir, wenn es tatsächlich mit den Chinesen schwieriger wird, wie können wir uns neu ausrichten? Und man sieht auf der Exportseite USA, China, Frankreich, Niederlande, Polen, in Thüringen, USA, China, Frankreich, Österreich, Polen, also USA und China und die direkte um uns herum sind. Also sollte es mit den Chinesen schwieriger werden, dann muss man sich positionieren.
dann gibt es eigentlich keinen Weg vorbei an den USA. Aber erinnern Sie sich, kurz vor den Wahlen in den USA, den vorletzten, kurz bevor Trump kam, sollte es ein Handelsabkommen mit USA geben, hieß TTIP. Und wir haben gesagt, nee, danke, lass mal stecken, wir wollen keine Chlorhühnchen haben. Wenn wir, die EU, wenn wir uns, wie gesagt, wir sind als Europäer, wir sind zu klein. Wenn wir China nicht mehr wollen und auch die USA nicht wollen, dann glauben wir sind Europa eine Insel. Und dann passiert uns das, was den Briten passiert ist, die eine Insel sind und festgestellt haben, wenn man dann rausgeht, dass die Probleme wachsen und nicht, dass sie zurückgehen. Deswegen, ich wäre ein Befürworter für TTIP, insbesondere das noch zu verabschieden, bevor dann Trump wieder drankommt, weil der will das auf gar keinen Fall. Auf der Importseite auch China ganz wichtig. Wie gesagt, ich glaube, es wird schwieriger mit China. Und natürlich, wenn nächstes Jahr das Lieferkettengesetz kommt, werden Firmen Reallokationen vornehmen, weil sie gar nicht mehr nachweisen können, wo alle ihre Produkte herkommen. Auch das wird kosten, weil es wird mehr kosten als an den besten Standorten, den günstigsten Standorten, die man bislang hat. Dann braucht man neue Logistikzentren, man braucht aber auch Leute. Also muss man wieder attraktiv sein, um die Leute in die Region oder in die Stadt zu holen, dass sie dann auch da arbeiten. Könnt ihr jetzt meinen, was bin ich so pessimistisch, Exporte laufen noch wie geschnitten Brot. Nominal, das heißt Menge mal Preis. Ein Großteil davon sind Preissteigerungen. Also hingucken, ist es real oder ist es nur der Preiseffekt? Bleibt am Ende real nichts übrig? Ja, es läuft noch relativ gut. Aber es wird ohne das Ausland vermutlich nicht gehen. Und ich habe über die Preise gesprochen, die Inflation, die ein weltweites Phänomen ist, weil, und wie man erkennen kann, es ist, guck mal, wann der Klecks kommt, habe ich falsch gedrückt, es ist nicht erst seit hier, die Inflation steigt seit 2 Jahren. Und dann gibt es diesen kurzfristigen Mehrwertsteuereffekt, der uns von den USA unterscheidet, der dann ein Jahr später die Inflation umso stärker nach oben getrieben hat. Und deswegen erhöhen alle Notenbanken in der Welt jetzt die Zinsen. Die osteuropäischen Notenbanken haben im letzten Jahr angefangen, die Briten im Dezember, die Amerikaner im März und die EZB wird im hoffentlich im Juli anfangen. Sie könnten auch jetzt schon anfangen, aber sie tun so, als müssten sie noch einen Monat warten, weil eigentlich sind die nicht wirklich inflationsaffin, weil es gibt natürlich auch Gewinner der Inflation und das sind die Schuldner. Und je höher ein Staat verschuldet ist, desto besser ist es, wenn man Inflation hat, weil dann werden die Schulden weginflationiert. Und das ist etwas, viele von den Geldpolitikern, die wir derzeit haben, sind so sozialisiert. Sie sehen eher die Vorteile der Inflation und schauen nicht so auf das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich die grausamste Steuer. Aber ich will Sie ja nicht deprimiert zurücklassen, es ist gar nicht so schlecht. Weil die Auftragseingänge, das sieht gar nicht so schlecht aus. Also die Diskussion ist ja derzeit, gehen wir unmittelbar wieder in eine Rezession rein. Nee, das, was ich eben angedeutet hatte, das ist die mittelfristige Entwicklung. Und da kann man noch was gegen machen. Das da ist die kurzfristige Entwicklung. Und ich bin nicht nur optimistisch für den DAX, ich erwarte in diesem Jahr auch ein Wachstum. Nicht mehr so hoch wie vor dem Ukraine-Krieg. Aber immerhin in Thüringen 1,5%, und das ist bei der Demografie tatsächlich eine relativ gute Entwicklung. Und wir sehen es, die Auftragseingänge sind da. Das Problem ist halt teilweise, dass die Firmen, dass ihnen irgendwas fehlt, also entweder Arbeitskräfte oder Material, dass sie es nicht abarbeiten können. Aber die Aufträge sind da. Die Prognose habe ich erwähnt. Für den Fall, und ich habe meine Meinung zu den Sanktionen eben gesagt,
Man kann auch eine Rezession herbeiführen. Kompletter Öl- und Gasstopp von heute, Rezession morgen. Ist ganz einfach, wäre ausgemacht. Und dann sieht alles ganz anders aus, dann fällt der DAX auf die 10.000. Da geht die Inflation deutlich über 10%. Und das alles von dem, was ich eben gesagt habe, würde noch viel schlimmer, weil sich dann die Lösung in noch mehr Abschottung finden würde. In diesem Umfeld muss man sich aber überlegen, es gibt doch immer einen Morgen. Und in diesem Morgen guckt man wieder, wie man positioniert ist. Und Thüringen hat aus der Not eine Tugend gemacht. Und Herr Bausewein hat es gesagt, der Transformationsprozess war heftig. Und Thüringen ist stark auf die Industrie, also auf das produzierende Gewerbe ausgelegt. Und da kann man digitalisieren und da kann man jetzt auch hoffen, dass ein paar weniger Arbeitsplätze dadurch entstehen und vielleicht sogar welche abgebaut werden können, weil man findet sowieso niemanden, wenn man noch Arbeitsplätze hat. Und das ist relativ einfach in der Industrie zu automatisieren und digitalisieren. Gestern Abend auf der Krämerbrücke gesessen, haben mir dann vorgestellt, wie wäre es, wenn jetzt mir nur so ein kleiner Roboter ein Tablet bringt und ich meine Bestellung in das Tablet einginge, dann fährt der Roboter in die Küche und dann kommt er wieder mit dem Essen und beim Auschecken gehe ich nochmal auf das Tablet und geht. Das war nett, mit den Kellnern da zu plaudern. Wir hatten einen schönen Abend, meine Kollegin und ich, die wie immer diese tollen Chart macht, Barbara Baldori. Also in Dienstleistungssektoren braucht man die Leute viel, viel mehr, weil die machen den Unterschied. In der Industrie braucht man auch ein paar smarte Köpfe, aber man kann viele Dinge automatisieren. Und wenn man viel vom produzierenden Gewerbe hat, ist das ein Vorteil. Das ist für diejenigen, die Präsentation kann auch jeder haben, wie das in den einzelnen Regionen hier aussieht. Große Unterschiede noch. Guter Branchenmix. Keine so starke Klumpenrisiken, auch ein Vorteil. Und dann die Blaupause mit den Silberköpfen in Thüringen. Diese Grafik habe ich schon ganz, ganz oft gezeigt. Die Demografie ist ein Thema, die uns das alles beschäftigt. Aber Thüringen ist ein Vorreiter. Also viele Dinge sieht man in Thüringen schon öfter. Und dann heißt es, man kann auch Modelle entwickeln, man kann vorlaufen. Und das ist meines Erachtens die Chance und die Herausforderung für Thüringen und Arbeitslosigkeit. Das ist kein Thema mehr. Das ist einfach, da muss man nicht mehr drüber nachdenken. Arbeitslosigkeit bei der Demografie, der knappe Faktor ist der Mensch. Und es ist, ich glaube, das war 2019 auf dieser Bühne gesagt, es ist jetzt ein anderes Angebots-Nachfrage-Verhältnis. Die Verhandlungsmacht liegt in den Arbeitnehmern. Und gerade nach 2 Jahren Corona sagen die Arbeitnehmer, ich hätte gern das, 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 das und das. Und wenn ich das alles bekomme, will ich nur noch das und das und dann komme ich zu dir. Deswegen, man sieht es, das ist nicht mehr das Thema. In den einzelnen Regionen, die Anführungszeichen, die schlechteste Region mit 6,8%, davon hätte man vor 20 Jahren geträumt und gesagt, das kann nie passieren. Und dann die Region mit, so wie in Bayern und Baden-Württemberg, mit der 3 vorne, die gibt es in Thüringen auch. Aber da ist Arbeitskräfte das größte Problem. Und der Anstieg der Beschäftigung nach der unmittelbaren Corona-Krise meines Erachtens in Thüringen kleiner gewesen, weil es zu wenige Leute gibt. Wenn man guckt, wie viele Arbeitslose gibt auf eine offene Stelle, vermutlich, wenn sich irgendjemand bewirbt, dann wird er festgehalten und nicht mehr rausgelassen. 2,5 Bewerber im Schnitt auf eine Stelle. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese 2,5 genau auf die Stelle passen, ist eher gering. Und zum Schluss das große Thema Demografie. Ich gucke mich jetzt so um. Also gibt auch Jüngere, gibt aber auch eine ganze Menge Ältere. Also, aber über 65-Jährige sehe ich jetzt eher wenig. Aber in ein paar Jahren sind wir alle da. Und man sieht, wie ist die Veränderung in 20 Jahren. Und natürlich, weil wir alle schon da sind, ist es vorhersehbar, dass wir hoffentlich auch alle alt werden. Deshalb habe ich das grün gemacht und das gilt.
für jede Region hier. Fast jede, bis auf ein paar wenige, da sind die Leute jetzt schon so alt, die sind dann gar nicht mehr da. Kann man sich auch vorstellen, wie diese Regionen sich entwickeln. So, und jetzt kommen die anderen beiden Kohorten. Die habe ich hier noch nicht gezeigt. Ich habe das normalerweise immer in der Gesamtbevölkerung gezeigt. Die Mittelalterlichen, also die Erwerbsbevölkerung, von 21 bis 64. Weniger. Fast überall weniger. Das ist die Schätzung des Statistischen Landesamtes hier in Thüringen. Also in Jena ist man noch ein bisschen optimistisch und ansonsten weniger. Und jetzt kommen die, die eigentlich die allerwertvollsten für uns sind. Weil die sind ja die, die morgen arbeiten sollen, wenn wir nicht mehr arbeiten können oder wollen. Kein großer Unterschied. Aber da ist Erfurt. Da merkt man wieder, es ist genau das. Man braucht die Jungen, man braucht die ganz Jungen. Man braucht auch die jungen Leute, weil die mal andere Ideen haben, weil die Dinge auch mal anders machen, wo wenn wir dann sagen, oh, das haben wir immer so gemacht. Dinge werden besser, wenn man dran arbeitet. Und da aber viele Junge noch nicht da sind, muss man dafür sorgen, dass man die irgendwo anders auch herkriegt. Also muss man eine Stadt attraktiv machen. Und auch das habe ich hier schon öfter gesagt, man braucht auch Zuwanderung. Und man braucht mal am besten Junge. Und im Vergleich in Deutschland, ausländische Beschäftigung, wo der Anteil höher ist der ausländischen Beschäftigung, sind auch mehr Junge. Das schafft dann auch eine gesündere Struktur. Und das macht man, wenn man eine attraktive Innenstadt hat. Und da ist, glaube ich, Erfurt und aber auch andere Städte in Thüringen auch über die Tür Touristen. Weil die kommen, die sehen Dinge und sagen, oh, das ist aber schön hier. Könnte ich mir auch vorstellen, hier zu bleiben. Und das ist etwas, das ist nicht das Einzige. Also man braucht eine gezielte Zuwanderung. Aber in eine Stadt zu kommen, die attraktiv ist und alles andere, ich mache ja nur global-galaktische Vorschläge, alles andere im Rest des Kongresses. Ich wünsche Ihnen sehr viel Spaß. Vielen Dank.